Guti, meine Lieben, willkommen zurück zu Let's Play Pharao. Wir sind immer noch im Mittleren Reich, können jetzt also entweder Ikin nehmen oder aber Savu. Savu wäre ein bisschen ruhiger, aber eben auch höher von der Wertung, die man erreichen muss, was Wirtschaft angeht, Kultur und so weiter. Wir wollten uns ja ein bisschen mehr auf Krieg konzentrieren. Deswegen gehen wir nach Ikin, Mirgisa, Verschiebung der Grenzen. Jetzt, da Ägypten fest unter ihrer Herrschaft vereint ist, empfiehlt Ihnen Ihr Hofstaat, ebenso wie ich, Ihr treuer Wesir, die Grenzen unseres Landes gen Süden nach Nubien zu erweitern. Das trockene Flussbett bei Alaki enthält reiche Goldadern und eine mächtige Stadt in Ikin, in der Sie Ihre Residenz einrichten, wird die Nubier gewiss von einem Angriff abhalten. Nehmen Sie sich jedoch vor den Kuschitern in Acht. Sie sind weitaus gefährlichere Gegner als die Nubier und werden ihre Schwerter benutzen, o Pharao, um sie davon zu überzeugen, ihr Königreich in Frieden zu lassen. Um ein dauerhaftes Zeichen in Nubien zu hinterlassen, sollten sie einen großen Obelisken errichten, der Zeugnis von den vielen Errungenschaften Ägyptens ablegt. Der Obelisk wird den Nubiern überzeugender Beweis sein, welche Vorteile die ägyptische Herrschaft hat und sie stets an unsere Gegenwart erinnern. Während Ihre direkte Aufmerksamkeit auf Ikin gelenkt ist, sollten Sie unsere Absicht nicht aus den Augen verlieren, am Roten Meer bei Savu eine blühende Hafenstadt zu errichten. Savu wird Hilfe vom Pharao benötigen und nicht zögern, darum zu bitten. Wenn Savu eine blühende Stadt wird, kann Ikin von dort aus mit dem wertvollen Kupfer beliefert werden, aus dem wir Waffen schmieden können. Guti, dann stellen wir mal gleich die Geschwindigkeit runter, speichern ab unter LP 17. Das ist also unser Gebiet. Sehr groß, 6000 Leute sollen wir bloß rankriegen. Das dürfte einfach werden. Das sah im Internet sehr anders aus. Ich habe mich natürlich schon mal über die beiden Städte, die man hätte anlegen können, informiert. Und da hieß es 45 Kultur, 45 Wohlstand, 0 in Monumentwertung. Also das war gar nicht gefragt. Königreichwertung 80 ist richtig, aber 8000 Bevölkerung hat er dort angezeigt. Das müssen wir hier nicht erreichen. Das ist natürlich wesentlich einfacher für uns. Wobei wir wahrscheinlich sowieso mehr als 6000 haben werden, dadurch, dass wir alle Leute mit Arbeitskräfte versorgen müssen. Auch die Feinde, beziehungsweise die Krieger. Die Frage ist, von wo kommen die Leute? Von oben wahrscheinlich. Nach unten geht die Straße nur bis hier. Und wir haben die Möglichkeit, Farmen zu bauen. Farmen für Feigen, Gerste und Flachs. Das heißt, wir können selber Bier brauen, wir können selber Leinen herstellen und mit denen wahrscheinlich auch handeln. Feigen ist das Einzige, was wir hier essen können, auch wenn es Jagdhöfe gibt. Aber da müssen wir eben gucken, wo wir die Jagdhöfe errichten. Vor allem habe ich auch gehört, dass es hier Hyänen geben soll, aber ich glaube, die sind bloß woanders vertreten. Hier gibt es zum Beispiel die Möglichkeit, Essen zu bekommen. Und dann können wir hier auch unsere Leute hinsetzen, die dann Gold abbauen und gleichzeitig dafür sorgen, dass die da sterben. Gut. Nächster Punkt. Rohmaterial. Was haben wir alles? Nur eine Goldmine. Wir müssen also, wie heißt es? Ton importieren. Genauso wie Holz für Werften und Kupfer. Okay, Verteidigungsanlagen haben wir auch. Die Feinde werden wahrscheinlich auch hier von Süden kommen, beziehungsweise wenn dann mit dem Schiff hier hochfahren und versuchen hier auf der Insel zu landen. Und dementsprechend sollten wir hier dann auch Forts hinbauen, genauso wie drüben. Und außerdem nicht nur Forts, sondern auch, ja, wie heißt es? Ich überlege noch. Ich gucke auch gerade mal nach Plätzen, wo wir es rüberbauen können. Hier könnte zum Beispiel eine Brücke nachher stehen. Forts und Kriegsschiffe. Kriegsschiffe sollten wir unbedingt haben. Ach, es ist nicht einfach. Diese Karte ist echt blöd zersplittert. Ich weiß nicht, wie ich hier sehr gut rüberkommen soll, ohne Probleme. Theoretisch müssten wir versuchen, von oben hier rüber zu kommen. Und dann immer weiter nach unten zu gehen. Irgendwann hier zu landen und noch südlicher zu kommen.
Schiffe können überall fahren, werden aber hauptsächlich dann hier sein. Eigentlich möchte ich hier gerne meine Leute ansiedeln, aber die müssen hauptsächlich hier drüben stehen. Okay, dann fangen wir hier mal an. Versuchen uns erstmal komplett von der Goldproduktion loszusagen, ob ich die nur habe oder Pfiffi macht eine Wurst, das ist eigentlich egal. Mit Bohen können wir handeln. Die geben uns schon mal Holz und Kupfer. Das Wichtigste, was wir brauchen, um erstmal den Krieg aufzubauen. Wir brauchen außerdem für Kebet oder von Kebet so ein bisschen was. Savu ist die Stadt, die wir uns außerdem hätten aussuchen können, aber die braucht ebenfalls Unterstützung. Wir legen unsere Stadt am besten gleich mal ganz oben an. Damit wir dann wirklich irgendwann weiter südlich runter können in die nächsten Gebiete. Ist ein bisschen ungewöhnlich, aber okay. Müssen wir jetzt einfach mal durch. Straße. Straße hoch. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Das gleiche auf der anderen Seite. Und dann hier auch Häuser hinstellen. Immer diese sehr deprimierende Musik, ist ja furchtbar. So, hier stellen wir auch nochmal eine Viererreihe hin. Dass wir hier denn das Dock erstmal aufbauen können. Kriegsschiffe. Warte mal, dann nehme ich die nochmal weg. Ach, weiter hoch können wir gar nicht. Ich wollte sie noch weiter nach oben setzen, aber das bringt ja dann nichts. Dann machen wir das so. Okay, und dann brauchen wir Farmen. Jede Menge Farmen, um die Leute nicht nur mit Essen, sondern mit allem anderen auch noch gleich zu versorgen. Es gibt keine Brücke, keine Überbrückungsmöglichkeit, dass wir den Schlamm auch noch mit nutzen können. Perfekt. Im Sinne von schlecht. Farm für Feigen. Brauchen wir natürlich Arbeiterlager. Bewässerungsgräben dürfen wir nicht vergessen. Dann müssen wir auch schon mit Gerste anfangen. Und mit Flachs. Um schnellstmöglich verkaufen zu können. Wie machen wir das mit dem Bewässerungsgraben? So, Bewässerungsgraben hierhin. Okay. Gut, das reicht erstmal. Dann brauchen wir die Arbeiterlager. Eine Sperre erst einmal. Genauso auch eine Sperre hier mit hin. Arbeiterlager. Feuerwache. Architektenbüro. Oh, ich hoffe, es gibt nicht allzu viele Götter. Nee, zum Glück nur drei. Das andere war schon nervig. Das war schon nicht mehr schön. Feuerwache, Architektenbüro fürs Erste. Polizeiposten darf ich nicht vergessen. Dann stellen wir den Großstadtpalast nachher woanders hin. Dass der nicht gleich da angegriffen wird, dass wir dann hier irgendwo was machen. So, und dann brauche ich wesentlich mehr Arbeitskräfte. Viel, viel mehr. Heißt, wir stellen hier wahrscheinlich noch einen ganzen Schwung hin.
Na, warte mal noch. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Warte mal. Düpp, 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 düpp. Da machen wir nämlich einen Doppelplatz draus. Nimm die doch mal weg. Ah! So ein bisschen schneller kann es gehen. So. 1 Bauplätze liegen von der Straße entfernt. Das ist nicht schlimm. So, wir brauchen mehr Arbeitskräfte. Gerade am Anfang brauchen wir sehr, sehr viele. Und das Schöne ist, dass wir aus der alten Mission sehr viel Geld mitgenommen haben. Das können wir alles unserer Stadt geben und erst einmal alles aufbauen, importieren, fertig machen, bevor wir dann dazu kommen, hier den Rest noch fertig zu machen. Speichern unter LP17-1. So, dann brauchen wir Warenlager. Wir brauchen außerdem, das kann ich wieder abreißen, kommt jetzt hier mit hin, sowie eine Sperre, Feuerwache, Architektenbüro. Geschwindigkeit schon mal hochstellen. Dann baut hier erstmal ein Warenlager hin, das nichts annimmt außer Gerste und Flachs. Dann ist das schon mal eingelagert. Und hat nicht unbedingt die Probleme. Gut, Geschwindigkeit weiter hochstellen. Außerdem machen wir gleich die Handelsrouten auf. Ich muss bloß hier noch einmal schnell ein bisschen was hinstellen. Obwohl, das will ich lieber hier hin haben. Ein Warenlager, Feuerwache, Architektenbüro. Brauchen Zisternen auch auf dieser Seite. Gut, dann ist die Wasserversorgung schon mal gesichert. 600 Bild. 12 Monate Zeit zur Erfüllung. Option Geschwindigkeit runterstellen. Gucken. Wo haben wir Wild hier in der Nähe? Gar nicht, oder was? Das ist aber echt blöd. Also ich sehe, dass hier auf der Insel Wild ist. Aber das bringt mir ja nichts. Da ist ein Krokodil. Aber sonst sehe ich hier keine Antilopen, gar nichts. Ich fahre jetzt hier die ganze Karte ab. Müssen ja auch irgendwo stehen, wo die was zu essen kriegen. Aber nichts ist. Im Arsch ist duster. Ja gut, das wird die erste Mission sein, die ich wahrscheinlich nicht erfülle. Gucken wir mal, ob ich überhaupt eine Brücke bauen kann. Nein, nein. Da brauche ich einen Fährhafen. Machen wir das jetzt einfach mal so, kurzerhand. Fährhafen hinstellen. Gebäude benötigt Zugang zur Straße. Brauche es nicht. Fertig. So, dann reiße ich die Sperre hier nochmal ab. Setze die weiter unten. Baue Jagdhöfe auf. Obwohl, warte mal, ich muss ja erstmal hier was rüber schaffen. So war richtig. Okay.